Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Wir sind heute wieder mit einer Reaction am Start. Wir werden heute wieder auf die European League of Football reagieren, auf die ELF von Coach Azume. Die erste Episode hiervon ist mega gut angekommen. Die zweite Episode droppt heute, also jetzt nicht bei euch heute, aber bei mir gerade heute droppt es um 15 Uhr, deswegen weiß ich noch nicht, wie gut die angekommen ist. Ist aber auch egal, weil mir macht es mega Spaß, hier drauf zu reagieren und ihr feiert es bisher. Von daher dachte ich mir, machen wir jetzt die dritte Folge, das dritte Spiel. Wir haben heute die Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy, also definitiv ein sehr spannendes Ding, würde ich mal sagen. Ich habe sogar einige Abonnenten, die mir geschrieben hatten, dass sie beim Hamburg-Spiel da waren, also definitiv ziemlich cool. Ich glaube sogar, dass auch Jan Stecker das kommentiert hat, oder? Kann es sein oder irre ich mich da gerade? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das ist natürlich mega geil, dass da solche großen Namen auch am Kommentieren sind dann, weil ich finde, dadurch steigert es direkt nochmal ein bisschen die Qualität, zumindest für mich persönlich, für meinen Entertainment-Faktor sozusagen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute zu sehen bekommen werden. Wenn ihr Bock darauf habt, lasst natürlich gerne ein Like da. Abonniert, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und gönnt euch natürlich gerne mein Merch, Alter. Grind Season, Athlete Life und so weiter und so fort. Für alle Sportler, alle Football-Fans, alle Athleten ist das genau das Richtige. Aber ich würde sagen, genug Eigenwerbung. Wir fangen an mit der Reaction. So, unser schönes ELF-Logo hier natürlich am Start. Das schöne Intro. Mal gucken. Okay, erstmal ganz kurz Pause, bevor ihr das erste Play passiert. Das wurde unter dem ersten Video in den Kommentaren geschrieben. Sag mal, geht's noch? Okay, sorry für die kleine Unterbrechung. Natürlich ist das richtig krass, dass die hier auch wie in der NFL die blaue und die gelbe Linie am Start haben. Die blaue Linie immer die Line of Scrimmage und die gelbe Linie die, wo man hinkommen muss für ein neues First Down. Das ist definitiv krass. Dafür auf jeden Fall Props. Auch die Anzeige, wie das unten eingeblendet ist mit dem Score und so weiter, sehr, sehr nice. Allgemein, wie das gefilmt ist, auch ziemlich nice. In den Highlights sieht man das nicht immer unbedingt, aber es gibt auch viele Kamerawinkel zwischendurch immer, die irgendwie dann nah am Spielfeldrand dran sind oder was weiß ich. Deswegen definitiv geil. Übrigens, auch das Logo hier von Galaxy finde ich ganz nice und auch Hamburg Sea Devils finde ich nice, Digga. Also beide Teams finde ich ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir hier zu sehen bekommen werden heute. Wir sind jetzt im ersten Viertel hier bei 14 Minuten und haben hier direkt anscheinend ein Highlight. Also mal gucken. Boah, Junge, das war ein starker Wurf. First down, Alter, das war ein starker Wurf. Ich glaube, wir haben keinen Game-Sound, wir haben nur den Kommentator, das ist schade. Vielleicht wurde das nachkommentiert oder sowas. Das ist schade, Alter. Game-Sound ist immer geil, finde ich. Nice, easy. Der, Alter, wer ist denn das? Ist es Fumble? Oh! Hä, okay, anscheinend doch nicht oder so. Oder vielleicht haben die Sea Devils nichts aus ihrem Fumble gemacht. So, jetzt Field Goal hier für Galaxy. Ist nicht gut! Eieiei. Ganz ehrlich, ne? Field Goals sind in der Liga noch ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Da sind jetzt schon einige daneben gegangen. Mal gucken, wie es weitergeht. Frankfurt hier wieder am Ball. Also bisher haben wir von den Sea Devils noch gar nichts gesehen. Wir sind nach wie vor im ersten Viertel. Easy Pass. Nice. Kann man machen. Junge, guck mal, was der Linebacker für ein langes Handtuch hat, Alter. Digga, 2012. Ich dachte gerade 2022, deswegen war ich kurz so. Starkes Play. First down ist da. Oh, tiefer Pass. Oh, der ist intercepted. Oh, und er fummelt den. Und jetzt out of bounds. Alter, Interception für die Sea Devils. Okay. Also wir haben jetzt bisher in jedem Spiel mindestens eine geile Interception gesehen. Das ist nice. Hier nochmal die Wiederholung. Guck mal, auch ein nicer Kamerawinkel hier, ne? Das muss man sagen, Digga. Das ist geil gemacht. Dass man da halt auch die verschiedenen Kamerawinkel hat und so. Da hat er den Ball fast verloren, da muss er aufpassen. So, jetzt endlich auch mal Hamburg hier in der Offense und das ist ein Pick. Das ist ein Pick. Aua. Vor allem, die sind echt nah an der Endzone von Hamburg. Also, das tut weh. Okay, da hat man nicht wirklich gesehen, was passiert ist, aber irgendwie gesackt. Und das war beim dritten Versuch. Stark von Hamburg. Field Goal, kann er jetzt reingehen? Und drinne. Okay, erste Punkte sind auf dem Brett. 3-0 für Frankfurt.
Oh, fetter Sack! Junge, Scoop and Score? Scoop and Score, sagst du? Scoop and Score, sagst du? Das ist der Linebacker mit dem langen Handtuch, Alter. Let's go, Junge. Starke defensive, defensives Play hier. Guck mal, haben den Sack geholt. Oh, QB fummelt den Ball. Linebacker pickt den ab und rennt bis in die Endzone zurück. Stark. Sehr, sehr stark. Dritter und 7 für Frankfurt. Guter Pass, Junge. Oh, Alter, das war ein starkes Play. Aber schon wieder ein Fumble? Ey, das ist der dritte Fumble, den Hamburg forst, Alter. Was ist hier los? Stark. Sehr, sehr starker Catch von der 82 auch hier. Beim 4. und 8, Alter. Klatsch. Und Touchdown. Touchdown Frankfurt, kurz vor der Halbzeit. Das ist immer sehr, sehr bitter für das Gegnerteam, aber natürlich sehr, sehr nice für das scorende Team. Und der ist auch daneben, oder? Alter Scholli. Junge, Junge. So, Hamburg am Ball. Nice, dritter und 15. Nice, Alter. Stark. Das müsste auf jeden Fall ein First Down sein. So, erster und 10, er hat ewig viel Zeit. Schöner Pass, Junge. Schöner Pass, Digga. Touchdown, let's go. Das war stark, Junge. Kann man nicht besser werfen, den Wurf. Der Kommentator rastet auch richtig aus. Kleiner Swing Pass. Wow! Ich dachte kurz, er rennt jetzt durch. Okay. Ey, das, Alter, das ist so ein starker Wurf und auch so ein starker Catch. Er sagt, er war nicht drin. Kann man das überprüfen oder so? Ey, Junge, warte mal ganz kurz, da muss ich nochmal kurz zurück. Was war denn das für ein starker Wurf? Guck mal, im Laufen. Oh, einfach nur sexy, sage ich euch, wie es ist. Das ist einfach nur. Und der kam perfekt, guck mal. Der kann nirgendwo anders hin, Digga. Jetzt kann ich hier irgendwie gucken. Also ich meine, er hatte auf jeden Fall seinen einen Fuß drin. Ich weiß gar nicht, ob bei der ELF die Regel wie in der NFL ist mit zwei Füßen oder College mit einem Fuß. Weiß ich gerade nicht. Aber das war ein krankes Play, Alter. Sowohl vom Receiver als auch vom Quarterback. Es hat aber anscheinend nicht gezählt, weil sie nach wie vor in der 50 sind. Glaube ich zumindest. Außer ich habe gerade wieder einen losten Moment und das ist ein ganz anderes Viertel oder sowas jetzt und hängt überhaupt nicht zusammen mit dem Play davor. Kann natürlich auch sein, aber egal. 14 zu 9, Alter, letztes Viertel. Okay, easy first down. Wow, nächster Fumble. Ah nee, Junge, der Helm. Digga, ich dachte schon, nächster Fumble. Boah. Ey, das ist auch so stark. Guck dir mal bitte nochmal den Catch an. Hier, lass uns mal kurz Slow-Mo machen. Kann man hier Slow-Mo machen? Ja, oder? Guck mal jetzt bitte den hier die 82 wieder, Alter. Der geht über ab. Boah, ey. So eine gute Konzentration, dass er den Ball da einfach fängt. Junge, richtig gemost den Defender. Also das ist definitiv richtig stark gewesen hier. Und damit haben die einen Touchdown und gehen wieder in Führung. 7 Minuten vor Schluss. Stark. Sie gehen für 2. Oh! War der für den Äußeren vielleicht sogar eigentlich? Weiß ich nicht. Aber 3. und 16. Alter, Junge, Hamburg kommt durch und reißt den Quarterback runter. Alter Scholli. 15 zu 14, Junge. 2 Minuten 20 noch übrig. Stark. Einfach nur stark. Mega stark. So, C-Devils haben jetzt die Chance, hier in Führung zu gehen, kurz vor Schluss. Fetter Lauf. Fetter Lauf. So. Auch das ist ein First Down, Alter. Starker Run. 55 Sekunden, Leute. 3. und 14. 4 Sekunden noch. Ist er drin? Er ist drin. Wie der Kommentator abgeht, Alter. Okay. Also hat Hamburg jetzt 17 zu 15 gewonnen, ja? Krass.
krass. Krass, krass, krass. Das war ein geiles Game, Alter. Das war bisher das spannendste Spiel, Junge. Richtig nice. Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy. Sehr, sehr nice. Das war definitiv geil. Der Quarterback hat mir echt gut gefallen von Frankfurt. Der hat ein paar richtig krasse Plays gemacht. Aber ja, das war's mit der Reaction auf jeden Fall schon wieder. Lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.